Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 17. Januar. Und auf Seite 2 heißt es: Hockey-Fan soll Russland mitregieren. Porträt des Tages. Michail Michustin ist als neuer Ministerpräsident bestätigt. Michail Michustin, 53, Foto dpa, in Klammern, ist der Mann, der nach dem Willen des russischen Präsidenten Wladimir Putin neuer Ministerpräsident Russlands sein sollte. Nach dem überraschenden Rücktritt der russischen Regierung hat das Unterhaus des Parlaments den Leiter der Steuerbehörde Michail Michustin planmäßig als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Die Duma-Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Moskau mit überwältigender Mehrheit für den Wunschkandidaten von Präsident Wladimir Putin, in Klammern 67. Seine Arbeit kann Michustin aufnehmen, wenn der Kreml-Chef dies mit seiner Unterschrift bestätigt. Das aber gilt als reine Formsache. Politisch ist der 53-Jährige bisher kaum in Erscheinung getreten und für viele Beobachter kam seine Nominierung deshalb überraschend. 10 Jahre lang stand Michustin an der Spitze der russischen Steuerbehörde. Und hat Einnahmen für den Staat eingetrieben. Er hat die Behörde modernisiert und mit einem digitalen System versehen. Die Verwaltung habe sich dadurch, Zitat, drastisch verbessert, Zitat Ende, hieß es danach immer wieder anerkennend. Der promovierte Ökonom Michustin kennt wie kein Zweiter die Verwaltung und gilt als Mann der Zahlen. Seine Doktorarbeit schrieb er über die Vermögensbesteuerung im größten Flächenland der Erde. Er war von 1999 an 5 Jahre lang Vizeminister für Steuerfragen. Danach leitete er das oberste Katasteramt des Landes und war unter anderem für die Vermessung des Riesenreiches zuständig. Er kümmerte sich auch darum, dass in Russland Sonderwirtschaftszonen eingerichtet wurden. Er gilt als durchsetzungsstark, aber auch als Teamplayer. Der Finanzexperte, der seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften gemacht hat, wurde am 3. März 1966 in Moskau geboren und ist damit nur etwa 6 Monate jünger als Dmitri Medvedev, der am Mittwoch als Ministerpräsident zurücktrat. Für seine, Zitat, Verdienste um das Vaterland, Zitat Ende, wurde Michustin mit einem Orden ausgezeichnet. Privat interessiert er sich Hockey, eine beliebte Sportart in Russland. Er ist auch Vorstandsmitglied im Nationalen Eishockeyverband. Michustin ist verheiratet und Vater von 3 Söhnen. Tschüss, dpa.